Es war einmal ein junger Herr, der immer ein Käppchen trug. Darum hieß er Rotkäppchen. So, liebes Rotkäppchen, du gehst jetzt zu deinem Papa und bringst ihm teuflischen Wein und Brot und ein paar Lollis. Und pass ja auf, der Wald ist gefährlich. Draußen laufen Wölfe. Und komm nicht ab vom Weg, mein Kind, ja? Okay. Er traf den Wolf. Nichts ahnt, dass er teuflisch war, erzählte er von seinem Marker. Oh, liebes Rotkäppchen! Rotkäppchen! Wo soll's hingehen? Zum Marker. Ist dein Mapa krank? Was hast du denn, die Kleine? Lecker, teuflisch guten Wein. Schmeckt auch. Ja, den kann man auch. Nicht so nice. Ich mag mehr so kleine Botschans am Grill. Was hältst du davon, wenn du diesen Lolli hier lutscht? Von der Phantom Company. Und ich gehe deinen Marper besuchen. Okay. Nur husch. Bis bald, Rotkäppchen. Während nun dieses Satansbraten seinen Phantom Lolli lutschte, ging der teuflische Wolf zum Haus des Mapas und verschlang ihn mit Haut und Haar. Wo bleibt denn das Rotkäppchen? Komm rein, mein Kind, ich bin viel zu schwach zum Aufstehen. Oh, hallo, leckerer Mapa. Was? Mahlzeit! Er zog sich die Kleider von ihm an und legte sich ins Bett und wartete. Noch auf das Rotkäppchen warten. Nein, oh, lecker. Gesättigt. Oh Gott, oh, war die schwer im Magen. Oh, altes Fleisch. Was ist denn das hier für ein nickisches Häubchen? Ob ich das Ding über meine Ohren krieg? Ja.
ist das Rotkäppchen kommt, werde ich mich noch hinlegen. Nach einer Weile kam das Rotkäppchen und wunderte sich, warum sein Mappe ihn nicht begrüßte. Das Rotkäppchen ging zum Bett und erschrak, denn der Mappe sah heute ganz anders aus. So befremdlich und teuflisch gut. Mappe. Na, Rotkäppchen? Was hast du noch für große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Mappe, was hast du für lange Fingernägel? Naja, damit ich mich besser einkratzen kann. Mappe, was hast du für eine widerliche Zunge? Damit ich dich besser verstehe. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Jäger! Jäger, so hilft uns doch! Hallo? Hallo? Vielen Dank, Jäger. Auch sein alten Freund Vincent wurde befreit. Um dem teuflischen Wolf eins auszuwischen, füllte er seinen Bauch mit Weihwasser und überließ ihm sein Schicksal. Noch ein bisschen. Dankbar und froh über das Ende der Geschichte aßen der Mappe Vincent, Vater Diederich, Jäger Anderticker und das Rotkäppchen Ziel Brot und Wein. Ende. Kann ich ihn jetzt nur mitnehmen? Aufwachen, junger Herr.